Hallo, ja, ich lebe noch. Ich mache seit langem wieder mal ein Video. Ich habe ein gespart für das Update, 5500 Gems, die für Rollman hat auch. Sonstige Neuerungen, ja, dieses komische Hilfebuch. Ja, es erklärt wohl einem das Spiel. Ich denke, die wenigsten werden es brauchen. Was mir am besten gefällt, ist dieser Dungeon-Besen. Also wenn man an irgendeinem Dungeon schon drei Flammen hat, kann man hier einfach auf Säubern klicken. Man bekommt trotzdem die EP, und zwar bekommen die EP, die Erfahrungspunkte, die Helden, die auf dem Feld stehen. Das Coole ist, man muss nichts mehr extra die Helden tauschen für bestimmte Dungeons, weil den 57er farbe ich normal mit dem anderen Team. Aber ich klicke jetzt hier einfach mal auf Säubern und ich bekomme Splitter, das ist cool. Das war keine. Und wieder keine und nochmal. Ja, das war ein guter Schnitt auf jeden Fall. Ja, das zu den Dungeon-Besen. Ich mache nebenbei noch schnell den Quest oder auch nicht. Ja, das nächste neue im Update ist dieser neue Held, Captain Weißbart. Der tolle Name auf Deutsch. Ja, den probieren wir nachher noch zu bekommen. Jetzt machen wir erstmal. Wir schauen mal. Diese Evolutionsrunen kann ich mir zwei Stück leisten. Die kaufen wir gleich mal. Und schauen mal, welche Helden wir evolvieren wollen. Den Kürbis glaube ich jetzt erstmal nicht. Ich denke, ich fange mal mit dem Druiden an. Ganz einfach, weil ich da noch eine Karte habe, die ich aber gar nicht benutzen werde. Oder doch? Doch, die kann man nehmen. Ja, jetzt habe ich hier so einen komischen Runenkristall. 1000 rote Kristalle. Und eine Karte. Dann klicken wir mal da drauf. Jetzt bekomme ich 50 Bücher. Die haben, glaube ich, jedes Buch 100.000 EP, weil mein Druide ja schon Level 185 war. Und jetzt ist er Level 1. Und jetzt schauen wir uns den Typi gleich mal an. Im Heldenaltar und in freier Wildbahn. Ja, wo läuft er? Da läuft er. Oh ja. Also vom Design her finde ich das echt cool. Schauen wir uns mal an. Komm, sei ein braver Druide. Rumdrehen. Ja, schaut schon nicht schlecht aus, muss ich sagen. Dann schauen wir mal gleich, dass wir den ein wenig hochziehen. Jetzt probieren wir mal was anderes aus. Du jetzt alle Helden mal. Weg und lassen nur den Druiden drin. Ob wir nicht damit nicht vielleicht schon hochziehen können. Jetzt sind alle Hausen bis auf den Druiden. Jetzt gehen wir hier nochmal in die Dungeons. Benutzen wir so eine Karte. 1, 2, 3, 4, 5. Und schauen noch gleich mal, was er jetzt für Level hat. Oha! Ja, das ist nicht so verkehrt. Den Rest kriege ich mal, denke ich, mit Büchern hin. Wo sind die neuen Bücher? Ah, die sind da, okay.
dann schauen wir jetzt da noch mal rein. Jetzt bist du auch. Ah ja, okay. Oh, 500.000 sogar pro Buch. Boah, das ist einiges, würde ich sagen. 101 grüne Bücher, okay. Dann sagen wir hier gleich mal upgraden. Ah, okay. Die Sterne sind dann wieder nur Ruhmpunkte und Gold und Flammen. Die Flammen interessieren mich. Die Ruhmpunkte sind auch nicht mehr waren scheinbar. Das ist so wie früher bei den Sternenleveln, ab Level 130.000. Ja. Dann machen wir da gleich mal weiter. Ja, blaue Bücher. Jetzt hat er schon 3200 Schaden und 39.000 LP. Ich habe natürlich jetzt einen Screenshot vergessen, aber ich habe es ja auf Video vom Anfang. Ich werde dann einfach die alten Werte von Level 185 nochmal hier unten durchlaufen lassen. Also ihr müsst jetzt eigentlich sehen. Und dann gehen wir doch gleich nochmal höher. Nehmen wir die blauen nochmal, reichen die? Jo. Und ich denke, ach, Ruhmpunkte haben wir eigentlich genug. Machen wir den nochmal auf Level 140. Oh je. Ja, nochmal ein paar von denen da. So. Jetzt hat er Level 140 plus. Und, oh, mir geht das Gold aus scheinbar. Ja, aber es sollte erst nochmal reichen. Gut, dann hätte ich gesagt... Ja, einen Helden wollte ich noch hochziehen eigentlich. Ich weiß bloß noch nicht welchen. Jetzt hätte ich... wir rollen erstmal eine Runde. Mal gucken, was wir bekommen. Ich vermute eh nur keine Legende oder so für so wenig Gems. Aber wir schauen mal. Platz im Lagerhaus habe ich auch wieder mal geschaut. Ja, aber das sollte reichen. Also beginnen wir mal hier. Und einen, oh, einen Eros. Es wäre natürlich jetzt schon eine Möglichkeit, den Eros hochzuziehen, wobei das nicht so mein Favorit war. Eigentlich. Und einen Galad leider nur. Ja, die paar Gems, wo ich hatte, sind auch gleich weg. Und zwar jetzt, ja, leider nur einen Eros für 5500 Gems waren es, glaube ich. Ja, dann wird es wohl oder übel, mal gucken. Was wir da noch so haben. Dann werde ich wohl einen meiner Platz hier nehmen. Und zwar den da. Und da gehen wir hier rein. Nehmen uns den Flat. Und sagen evolvieren. Und bekommen hier wieder 46 solche Bücherchen. Och, der hat aber kein neues Design bekommen scheinbar noch. Der leuchtet wahrscheinlich jetzt nur orange. Den holen wir uns da gleich mal dazu. Ja gut, kein neues Design, nur dieser orange Schimmer. Ja, ist halt so. Aber wir leveln ihn gleich noch schnell.
40. Jetzt habe ich wieder vergessen, wer denn die alten Werte zu merken, aber egal. Also diese Bücher gefallen mir eigentlich. Jetzt habe ich schon gesehen, Gold ist alle, dann... Achso, ich bräuchte vielleicht ein paar mehr Helden. Gibt es eher was? Der Santa, den müsste ich auch erst noch leveln. Ja, den Geistermarkt immer mit. Schädelkrieger. Machen wir mal schnell was Speedrates. Jetzt bräuchte wieder jemand Gold. Wahrscheinlich hat keiner mehr Gold. Obwohl der hat. Eine Flagge, dass es schneller geht. Ja, Raiden ist schön und einfach, geht recht flott von der Hand normalerweise. Alle Helden noch ganz, ja, Glück gehabt. Und ich hätte meinen Arius mitnehmen sollen, dann wäre das Ganze noch zügiger von sich gegangen und sicherer vor allem. Aber naja. So, dann holen wir das noch schnell ab. Gut, dann haben wir auf jeden Fall wieder genug Gold bei neuen Büchern. Wir können hier weitermachen. Haben wir noch 400k Ruhmpunkte. Ja, wir lassen es mal so und probieren die Jungs gleich mal aus. Und zwar in der neuen Welt. Ja, erstmal das Team aufstellen. Okay, den Flat habe ich hier normalerweise auch gar nicht dabei. Mal gucken, ob wir schon auf Helden treffen. Die auch orange hinterlegt sind. Oh, da ist der neue Held zufällig. Der mich ganz schon nervt, ehrlich gesagt. Hallo. Ich habe schon gehört, dass es ein Arius-Konter wird. Aber dass es so extrem ist, dachte ich nicht. Okay, der Arius ist sofort gestunt. Und er kommt somit überhaupt nicht zum Zug. Ja. Okay. Und jetzt habe ich einen Händler und kaum Gold. Es ist auch zum Glück nichts dabei, was mich jetzt wirklich interessiert. Ja, also der neue Held, dieser Kapitän Weißbart, mit seinem Koma. Ah, hier sehen wir einen Kürbis
evolutioniert und einen Eros. Aber mein Aries hat geprockt und das heißt, ich werde den Kampf gewinnen. Jetzt gehen wir hier hoch nochmal schnell. Und hier ist wieder so ein Captain Weißbart. Jetzt sind wir mal gespannt. Nein. Keine Chance, so es ausschaut. Oder vielleicht gewinne ich das doch noch. Harter Kampf auf jeden Fall. Der scheint auch extrem viel Leben oder einen Life Drain zu haben. Gut, wenn mein Aries mir nichts mehr hilft, dann nehme ich auch mal meinen Schädelkrieger mit. Probieren das nochmal. Also alle fünf Helden werden sofort von diesem Kapitän Weißbart gestunt. Und dann kommt noch der gegnerische Aries zum Zug. Und bis meine Helden mal halbwegs da sind, sind sie eigentlich schon tot, ja. Okay, jeder, der auf dem Aries-Konter gewartet hat, hier ist er. Ja, ich war froh, endlich einen Aries mit 5-5 erkriegen zu haben, nach einer halben Ewigkeit, wo ich drauf gewartet habe. Jetzt ist er wohl sinnlos, so wie es ausschaut fast. Also, der Kapitän Weißbart ist wohl ein Must-Have-Held, das hat man hier gerade gesehen. Ja, ich bin gerade ein wenig schockiert. Ich habe ihn natürlich nicht bekommen. Dumm gelaufen. Ja, okay. So, dann tun wir die Kollegen da wieder zurück. Ja, was muss ich denn da noch machen? Schauen wir mal ganz schnell. Ja, lassen wir die zwei Teile noch schnell durchlaufen. Einmal L12, ein Druide. Ja, also flat, evolutioniert, Level 140 ist wohl dieselbe Mauerfräse wie davor. So wie es ausschaut zumindest. Ja, Ruhmpunkte braucht man jetzt wohl wieder. Ich wusste die ganze Zeit immer nicht, wohin damit. Aber jetzt werde ich wohl auch wieder sammeln müssen. Aber ich bin immer noch geschockt von dem Captain Weißbart. Ich lasse jetzt einfach mal eine Welle durchlaufen. Ja, sonst zur Gilde, ganz kurz, solange die Welle läuft, Hunter Legends. Mittlerweile ist die Gilde aufs Maximum erforscht, ausgebaut. Rang schaue ich gleich mal aktuell nach. Die Gilde ist voll. Fackelkampf, die letzten, keine Ahnung, Wochen hatten wir nicht immer volle Belohnung. Also 800 Splitter, 10.000 Ruhmpunkte sind es, glaube ich. Es werden immer mehr sehr aktive Spieler. Danke nochmal an Kaschas vor allem für die Arbeit, auch meine Vertretung im Urlaub und die Übernahme von meinem Hauptaccount. Und an Mötz, also uns drei Gildenanführer mehr oder weniger. Sowohl auch alle, die mit im Line-Chat sind und da auch sehr aktiv sind. Und wer noch nicht im Line ist, wäre cool. Umso mehr Mitglieder da drin sind, umso einfacher wird es für uns auch. Weil im Chat, im Spiel, ist immer sehr schwer und sehr unübersichtlich zu schreiben.
Ja, wenn Fragen sind, fragt uns. Kein Ding. Ich helfe da immer gern weiter. Ich hoffe, dass ich wenn mehr Zeit auch wieder demnächst habe, um mehr Videos vielleicht zu machen. Ich kann es leider noch nicht sagen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Gerade die Gebäude schauen auch cool aus. Man sieht jetzt zumindest endlich mal die Levelunterschiede. Die Türme schauen nicht schlecht aus, finde ich. So, R4, da kommt der böse Molder. Der wird aber gleich vom Grünen und vom Flat und vom Eros in Empfang genommen. Der müsste also gleich hinüber sein, hoffe ich. Jo. So, ja noch was zum Schädelkrieger. Ich bin auch sehr begeistert von dem Held. Der zerlegt einen Boss von Welle R mal geschwind allein. Also da waren meine 5 Helden schon tot, da hat er den allein auch niedergeknüppelt. Also der ist echt extrem stark. Er hat bei mir, ich muss jetzt mal gucken, was er genau für Talente hat, aber die Rune ist auf jeden Fall ein 3er Lifetrain. Und als Haupttalent hat er ein defensives, ich glaube Himmelszorn, wo die Gegner mit Koma versetzt. Das ist optimal für Schlachtfeld. Ah, da könnte man glaube ich auch nochmal hin. Es gab glaube ich neue Versuche. So, jetzt erstmal die Welle hier abholen. Weil heute bei der Surferwartung wurden die Versuche auch zurückgesetzt, genau. Ich war die Woche bisher sehr schlecht, muss ich sagen, dafür, dass ich schon jetzt 10 Versuche eigentlich gehabt habe. Ja, meine Teams, keine Ahnung. Ich bin immer noch unzufrieden damit, aber ich weiß auch gerade noch nicht, wie ich es verändern soll. Vor allem jetzt auch noch in Bezug auf den neuen Captain Weißbart. Der wird mir wohl Sorgen bereiten. Schauen wir mal, vielleicht gewinnen wir aber Kämpfe. Sowohl der Todesritter als auch der Skull Knight hat Himmelszorn, wo die den Gegner in Koma bringt, wie man hier schon schön sieht. Und da ist ein gegnerischer Aries. Aber ich hoffe, ja, meiner Proc zuerst. Das heißt, der Kampf ist eigentlich gewonnen, normalerweise. Ja, ist er auch. Machen wir da gleich mal weiter. Da sieht man es wieder. Die gegnerischen Helden haben gleich einen Stun drin, nur weil sie meine angegriffen haben. Und dadurch ist eigentlich das schwache Team hier doch wieder etwas stärker. Und zur Sicherheit ist noch ein Atlantikor drin. Jetzt ist die Frage, welcher Aries Proc zuerst? Meiner, also ist der Kampf wieder mal gewonnen, so ungefähr. Außer sein Flat kommt noch. Glück gehabt. Und wir sind in der nächsten Liga. Ja, zum Schlachtfeld noch ganz kurz. Ich finde es cool. Ich bekomme eigentlich fast immer 410 Gems, also so. Ich bin immer bei ca. 1000 um den Dreh rum und diese 400 Gems pro Woche ist eigentlich super. Da kann man dann auch mal öfter rollen. Ja. Ja, das zum Video. Wie immer, wenn Fragen sind, fragt im Line-Chat und ich hoffe, ich schaffe es bald wieder ein Video zu machen. Ciao, bis dann!